nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. In dieser Zeit, in der wir leben, ist die Tür offen für alle, die durchgehen möchten. Christus in uns heißt der Himmel auf dieser Erde. Wenn Gottes Wille geschieht, öffnet sich die Tür zu dem, es ist vollbracht. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir sind alle immer begeistert, wenn überall die Türen offen sind. Mittlerweile sind wir schon gewohnt, dass irgendwo in der Stadt immer ein Geschäft auf hat. Ich weiß, in Amerika ist das schon ziemlich Standard, 24 Stunden Öffnungszeiten und das 7 Tage in der Woche. Und man möchte irgendwo immer zugreifen, genau zu dem, was man gerade möchte. Da kommt uns auch das Internet irgendwo entgegen, dass man sofort kaufen kann, was man möchte, und ist manchmal überrascht, wenn es klingelt, ach, war das gestern, wo ich es bestellt habe, war das nicht heute? Und ihr wisst ja, die sind am Arbeiten, dass wenn man was per Internet bestellt, dass mit einer Drohne das geliefert wird. Jetzt musst du dir vorstellen, bei dir geht der Kühlschrank kaputt, du bestellst einen neuen Kühlschrank, bekommst die Nachricht, in 10 Minuten wird er landen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, wir lachen jetzt noch drüber, aber in 10 Jahren werden wir sagen, ich weiß nicht, da hatten wir ganz andere Probleme, weil die Drohne irgendwo dein Obstbaum die Krone abgeschnitten hat oder was auch immer. Aber, ihr Lieben, was auf der Erde passiert, haben wir nicht immer den Einfluss, aber die Lieferung vom Himmel, die geht eigentlich schneller, wie die ganzen Internetanbieter es tun können. Du kannst eigentlich bestellen und die Lösung ist schon in dir. Das heißt, die Lieferung ist total ungefährlich. Die Lieferung ist total ungefährlich. Du musst dich nicht ducken, pass mal auf, bis das kommt, sondern die Lieferung ist total ungefährlich. Die Tür zum Himmel ist offen für all die, die eigentlich dazugehören. Und Jesus hat alle eingeladen. Wer möchte, kann dazugehören. Es ist eine Einladung. Und eine Tür ist eigentlich ein Element, das einerseits schützt und trennt. Wir kennen es, wenn es draußen kalt ist. Wir hatten einen Winter mit minus, ich weiß nicht, 28 oder was waren die Spitzen. Wenn da minus 28 Grad, dann bist du froh um jede Tür. Und ich vermute, wenn deine Tür alt ist, bist du noch in einem Baumarkt und hast einen Gummi gekauft, dass sie wirklich zu ist, dass wirklich die Tür auch schützt. Ja, die Tür hat viele Funktionen und die Tür schließt auch eine Öffnung. Aber, ihr Lieben, wir lesen auch in der Bibel, dass es in verschiedener Hinsicht ein Drinnen und Draußen gibt. Meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt nicht, alle Schafe hören meine Stimme, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Und das Drinnen und Draußen hat eine Bedeutung. Das Schöne ist, in dieser Zeit, in der wir leben, ist die Tür offen für alle, die durchgehen möchten. Ist die Tür offen für alle, die sich willkommen heißen von unserem Herrn und dürfen da wirklich auch durchgehen. In Matthäus 6, Vers 10 heißt es, dein Wille geschehe hier auf der Erde wie im Himmel. Dein Wille geschehe hier auf der Erde wie im Himmel. Das heißt, wir müssen nicht erst warten, bis wir in der Ewigkeit sind, bis wir irgendwo gestorben sind, sondern sein Wille geschieht, wenn wir mit ihm sind, hier auf der Erde, mit uns, durch uns. Und das ist, ihr Lieben, ein partieller Himmel. Du bist eigentlich ein Teil des Himmels. Du bist so eine, wisst ihr, gerade steht mir, mir stehen heute irgendwie Bilder vor Augen, ihr kennt ja die Packstation, die so bei Aldi und so Lidl und so weiter auf dem Parkplatz stehen, so gelbe
Packstation. Die anderen fangen jetzt auch an, solche Stationen zu machen. Du bestellst was und bekommst auf dein Handy eine Nachricht in der Packstation so und so, unter der Nummer liegt ihr Paket. Und ihr Lieben, so eine himmlische Packstation bist du eigentlich. Die Lieferung vom Himmel kommt direkt bei dir an. Das Tolle ist, man muss nicht die ganzen Formalitäten ausfüllen, noch nur so eine Scheckkarte haben. Und also, als ich mich das erste Mal damit vertraut gemacht habe, wisst ihr, da steckt man die Scheckkarte rein, man tippt die Nummer ein und dann auf einmal macht es hier Bing, dann geht hier die Tür auf. Okay, aber wisst ihr, die Tür, die ist in dir. Das Paket ist in dir, die Antwort kommt direkt zu dir. Und was wir in der Woche alles für Irrläufer haben, wir bekommen Post von allen möglichen Institutionen, weil manchmal nicht richtig einsortiert wird, der Herr sortiert richtig ein. Er kommt jetzt nicht, wenn du irgendwo Schmerzen im Fuß hast und sagt, oh, jetzt habe ich deine Frau geheilt, nicht dich, ciao, schade. Nein, er kommt direkt bei dir und ins Detail hinein. Wisst ihr, das ist ins Detail. Er weiß genau, wo er dir begegnen kann. Und das ist was Wunderbares. Hab diese Woche auch was erlebt mit Gerds Auto. Gerds Auto ging nicht mehr und dann braucht man den ADAC. Und diese Leute kamen, oder war einer, der kam und der hatte ein iPad dabei. Oder war so ein, nicht iPad, war was, ja, so ein robustes Teil. Ich glaube, über das kannst du drüber fahren, zweimal hebt es immer noch. Aber dann ruft er den Autotyp auf und hat alles genau, was, wo ist und wo die Fehler sind und wo Fehlermöglichkeiten sind. Der hat alles auf seinem Bildschirm gehabt. Und ihr Lieben, Gott hat nicht ein iPad oder ein Galaxy oder was es alles für Marken gibt, sondern Gott hat den Durchblick. Er hat die ganze Baubeschreibung von dir und weiß genau, wo er dir helfen kann. Amen. Wisst ihr, was er zuerst gemacht hat? Er hat geschaut, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. Das ist das, was der Herr auch manchmal macht bei uns. Ist er übermütig geworden? Ist er irgendwo durchgebrannt? Und wisst ihr, ja. Aber das war jetzt ganz gut vielleicht was für heute, dass wir da eine halbe Stunde auf der Straße rumstanden diese Woche. Ja, und ihr Lieben, in uns ist ein partieller Himmel. Dein Wille geschehe, heißt es. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf dieser Erde. Wie im Himmel, so bei deiner Krankheit, wie im Himmel, so bei deiner Familie. Und du sagst, ich habe schon lange gebetet, es tut sich nichts, mach nicht so viel Hoffnung, weil wenn es nicht passiert, bin ich wieder enttäuscht. Nein, ihr Lieben, wir dürfen Hoffnung haben. Hoffnung bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Hoffnung dürfen wir haben und das ist wunderbar. Auch er kommt in deine Sorgen hinein, in dein Versagen hinein. Wenn Gottes Wille geschieht, öffnet sich die Tür zu dem, es ist vollbracht. Es öffnet sich die Tür zu dem Vollkommenen. Zu dem Vollkommenen in Jesus Christus öffnet sich die Tür. Und ihr Lieben, die Tür ist offen. Und er lädt jeden ein, nicht nur reinzukommen, müsst ihr euch vorstellen. Er hat nicht die Tür aufgemacht, dass wir reinstürmen und sagen, wo ist hier Gott? Ich möchte mal die Meinung sagen, weil das ist schlecht und wie sieht es in der Welt aus und du kannst doch nicht und so weiter. Nein, er lädt die ein, die zu ihm kommen möchten und seine Kinder sein möchten. Er lädt die ein, die zu ihm kommen möchten und eine Lösung brauchen. Und wir sehen in der Bibel viele, viele Türen. Da gibt es die Tür vom Garten Eden. Da sind wir ja alle traurig, dass diese geschlossen wurde, weil sonst müssten wir vielleicht nicht arbeiten, sondern können jeden Tag 24 Stunden beim Herrn sitzen und schauen die schönen Früchte und könnten genießen. Aber die Tür ist geschlossen worden, wir wissen es.
Und es war eigentlich so eine Außenstelle vom Himmel. Wenn wir sehen, Adam und Eva, das war himmlisch, der Garten Eden. Und ihr Lieben, die Tür wurde geschlossen und wir wissen, ein Engel kam davor und das war eine Tür. Eine Tür, der feurige Wagen von Elia, als er in den Himmel fuhr. Ja, er hatte auch eine offene Tür und ich glaube, das wünscht sich eigentlich jeder, mit dem feurigen Wagen in den Himmel fahren. Und dann wisst ihr noch all, tschüss, liebe Sorgen, macht's, was ihr wollt. Ich fahre da hoch, wisst ihr, und dann dem Nachbar zeigen, ich wurde abgeholt vom Herrn. Ja, ich weiß nicht, ob das jedem so gegönnt ist mit dem feurigen Wagen, aber du kommst am gleichen Ziel an, wenn du zu Jesus gehörst. Du kommst am gleichen Ziel an. Jakob sieht im Schlaf eine Himmelsleiter. Und könnt ihr euch das vorstellen? Das ist, ich weiß nicht, wo der aufgewacht ist, hat er bestimmt gedacht, schade. Jetzt wäre ich fast oben gewesen. Kennt ihr diese Träume, wo fast die Sache fertig ist und dann wachst du auf? Beim Albträumen ist man ja froh, wenn man aufwacht, weil zum Glück ist das nicht passiert. Aber so eine Himmelsleiter, wisst ihr, auf der letzten Stufe und dann klingelt ein Wecker. Ja, aber auch diese Leiter kannst du hoch. Es ist für dich die Tür offen. Die Tür des Segens, Malachi beschreibt das, bring den Zehnten ganz in sein Kornhaus und die Schleusen, die Fenster des Himmels werden sich auftun. Ja, ein paar Regeln sollten wir erfüllen, dass wir da wirklich auch mit dabei sind. Wir kennen Pfingsten. Pfingsten war auch eine Möglichkeit oder eine Tür, die sich geöffnet hat zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und der Heilige Geist ist eigentlich, lass mich es mal so sagen, im übertragenen Sinn die Tür zum Himmel, weil er ist in uns und durch ihn bekommen wir gesagt, wo es lang geht. Lass mich mal so sagen, ich möchte es nicht irgendwie abwerten, den Heiligen Geist, aber so die Taschenlampe, wisst ihr, der Scheinwerfer in uns, wo sagt, da geht's lang. Aber wir sind manchmal so wie Kinder und habe ja immer ein bisschen Praxis unter der Woche mit Joel, wo du sagst, wir gehen hier lang. Ah, diese Woche, ich erzähle euch lauter Geschichten heute, aber diese Woche war ich mit ihm unterwegs, haben mal Steine geholt und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt da raus, Steine holen. Nein, ich will hier. Dann sage ich, okay, dann bleib hier. Ich komme, Opa. Ja, sind wir nicht manchmal auch so, dass wir sagen, nein. Und wenn der Herr sagt, okay, dann mach, was du willst. Oh Herr, bitte, 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 tu doch. Und ihr Lieben, es gibt auch Tore, die besser zu sein sollten, und zwar die Tore der Hölle. Das ist auch ein Tor. Und ihr Lieben, durch jede Tür geht man freiwillig. Jeder, der in die Hölle geht, geht es freiwillig. Jeder auch, der in den Himmel geht, ist freiwillig. Es ist freiwillig, wo du bist und wo du dein Leben, auch dein ewiges Leben, verbringst. Jesus hat uns Vollmacht gegeben, ihr Lieben, Türen zu öffnen und auch zu schließen. Und du darfst auch in deinem eigenen Leben die Türen und die Tore der Hölle schließen. Ich möchte sogar sagen, du musst es tun, dass sie zu sind für dein Leben. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwo hingehst und 5 LKW Schotter davor. Nein, in deinem Leben, die Tür zur Hölle muss zu sein. Das heißt, alles, was nichts taugt, musst du zumachen, alles zumachen und dein Leben so aufräumen, dass es passt. Matthäus 16, Vers 19 lesen wir, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in dem Himmel gelöst sein. Ist das nicht gewaltig? Wir haben als Kinder Gottes einen Schlüssel bekommen. Einen Schlüssel und ihr Lieben, wir haben Vollmacht bekommen. Wenn du einen Schlüssel hast, dann kannst du den überall dort anwenden, für das er bestimmt ist. Und so ist uns der Schlüssel für unser Leben gegeben worden.
Du hast einen Schlüssel für dein Leben, um das Böse auszuschließen und das Gute, für das Gute das Leben zu öffnen. Einige Tore, die sind dauernd geöffnet, wie zum Beispiel Heiliger Geist. Der Heilige Geist, der ist immer gegenwärtig. Da musst du nicht irgendwo sagen, Herr, wenn du mal wieder den Heiligen Geist schicken würdest, wäre schön. Nein, er ist immer da für dich. Die ganze Erlösung, diese Tür ist auch jeden Tag, zu jeder Sekunde für dich. Diese Tür ist auch immer offen und die Tür zum Himmel auch, wenn du sagst, ich entscheide mich, durch diese Tür zu gehen. Und es gibt Türen, die sind nur für eine spezielle Zeit offen. Für eine spezielle Zeit, für einen speziellen Menschen, an einem speziellen Ort, möchte ich mal sagen. Der Lahme am Teich Bethesda. Es war der eine, der berührt wurde. Wir kennen den Zachäus, dieser Gauner, dieser Betrüger. In diesem Moment, als Jesus vorbeikam, war die Chance und er hat gesagt, Zachäus, komm, ich möchte in dein Haus einkehren. Und wisst ihr, wieder eine freie Entscheidung. Und so, ich sage nicht, dass ihr Gauner seid, aber so steht auch Jesus bei dir und sagt, komm herunter, vielleicht von deinen hohen Meinungen von dir, von deinem Stolz, von vielleicht diesem und jenem, komm, ich möchte bei dir, wisst ihr, wieder die Tür ist offen, ich möchte bei dir einkehren. Die Frau mit dem Blutfluss, die geheilt wurde, das war ein Moment, wo der Himmel auf der Erde war. Der Blinde in Bethsaida, der in zwei Stufen geheilt wurde, das war, die Tür war offen, Himmel war auf dieser Erde in diesem Moment. Als der Petrus auf dem Wasser ging, war der Himmel offen, war der Himmel auf der Erde in diesem Moment. Weil ich glaube nicht, dass es im Himmel eine Erdanziehungskraft gibt. Ja, Himmel und Erdanziehungskraft ist ja entgegengesetzt. Aber, ihr Lieben, das war Himmel auf der Erde. Wir sehen ihn durch die ganze Bibel, ziehen sich Dinge durch, wo Himmel auf der Erde war. Manchmal nennen wir es Wunder, manchmal nennen wir es Gebetserhörung, aber wie im Himmel, so auf der Erde. Wie im Himmel, so bei dir in der Hauptstraße, 15a, zweiter Stock, linke Tür. Ich weiß nicht, ob es so jemanden gibt hier. Wisst ihr, Himmel auf der Erde bei dir. Und das ist das Wunderbare. Und du sagst, wie kann das sein? Es kann doch nicht sein, dass auf einmal alles gut ist. Nein, ihr Lieben, der Himmel auf der Erde führt dich für jeden Moment, weil wir leben mit ihm. Wir leben noch auf dieser Erde, aber, ihr Lieben, Christus in uns, die Herrlichkeit Gottes. Um uns herum ist viel Schlimmes, aber wir dürfen mit Christus in uns auf dieser Erde leben. Und Christus in uns heißt der Himmel auf dieser Erde. Der läuft mit zwei Beinen hier rein und läuft mit zwei Beinen wieder hier raus. Himmel auf dieser Erde. Darf der Himmel drin sein oder ist auch eine Mischung zwischen Hölle und Himmel oder was auch immer. Die Frage musst du dir beantworten. Sind wir zur rechten Zeit und zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ihr Lieben, wir sind momentan in einer Zeitepoche, wie ich mir habe sagen lassen, ich bin nicht der große Geschichtsmensch, also dass so eine lange Friedenszeit noch nie da war. Es hat Anzeichen, dass es rauer wird, aber wir leben echt in einem herrlichen Land. Obwohl nicht alles passt, obwohl es rauer wird, aber, ihr Lieben, es geht so richtig gut hier. Die Regale sind so gefüllt in unserem Land, wie wir es, ja, für uns ist es sehr verständlich, aber wenn du woanders hinkommst, da gibt es nur ein Butter, da gibt es nur ein Joghurt und zwei Sorten Brot. Ich habe letztens gehört, dass Deutschland Weltmeister ist mit Brotsorten. Ich weiß nicht wie viel, unglaublich viel. Uns geht es wirklich gut. Ich meine, das ist jetzt nicht der Himmel, von dem ich hier rede, aber du bist hier und vertrittst mit deinem ganzen Körper den Himmel, der Himmel auf der Erde.
Und mit allem, was um dich rum ist, möchte dir auch Gott seine Liebe zeigen. Ja, viele sind aber verunsichert, viele haben Angst. Ihr Lieben, Job, Banken, alles Mögliche, das Geld, all das Armut, das sind leider alles Worte, die in unserer Zeit lauter werden. Was früher sicher war, ist heute unsicher. Wer hätte schon mal gedacht, dass man in Gefahr läuft, dass wenn man Geld auf der Bank hat, dass man Zinsen zahlen muss, statt dass man welche bekommt? Das hätte man nie gedacht. Ich habe mal Steuer gelernt, da hast du nie gedacht, dass das mal so kommt. Das sind viele Regeln ganz anders geworden. Da möchte man jetzt nicht drüber debattieren. Wir kommen, ihr Lieben, an ein Ende von totaler Religion, ihr Lieben, zu einem liebenden Jesus. Ihr Lieben, Religion möchte ich jetzt nicht irgendwo in verschiedene Schubladen, sondern religiöses Leben, Abläufe leben, Traditionen leben und irgendwelche Meinungen leben. Ich glaube, das hat ziemlich ein Ende, sondern wir kommen in eine Zeit zu einer lebendigen Beziehung zu unserem Herrn. Eine lebendige Beziehung. Wir haben diese Woche mit den Pastoren von Karlsruhe auch ein Stück weit drüber gesprochen, wo wir sagen, es ist wichtig, dass Jesus immer, dass wir ihn immer spüren, dass er mit uns geht, dass er auch da ist, wenn wir ganz normale alltägliche Dinge tun und nicht wir ihn suchen im Gottesdienst, sondern dass er immer mit uns ist. Und das ist das Himmel auf Erden. Wenn ich sage, es gibt nur den Himmel in den Gotteshäusern hier in der Kesslerstraße, Missionswerk, gibt es nur den Himmel und sonst musst du aufpassen, dann bist du außerhalb dem Himmel. Das wäre keine gute Einrichtung, sondern der Himmel möchte in dir leben. Wie im Himmel, so in dir. Durch den Heiligen Geist. Mit Traditionen, ihr Lieben, sind wir in einer Sackgasse und machen uns selber die Tür zu. Und ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte es uns zeigen. Wir sind auf dieser Welt nicht zu Hause, aber wie im Himmel, so auf der Erde. Und es ist schön, wenn wir hier schon auf der Erde Geschmack bekommen für den Himmel. Stimmt's? Wenn wir nicht in den Himmel kommen, irgendwo mal und sagen zu Jesus, wer bist denn du? Sondern sagen, oh, schön, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich endlich da. Wisst ihr, dass uns der Himmel nicht so ein Schock ist oder irgendwie so wie ein Jubiläum, ja, ich habe es geschafft, sondern, ach, endlich all den Dreck dieser Erde vorbei. Herr, danke, jetzt ist alles, was stört, ist vorbei, jetzt 100% du. Das ist das. Und ihr Lieben, nicht so ein, ja, das ist Erde und das ist Himmel. Wir können es uns schlecht vorstellen, aber es ist so und hat auch der Herr in das wertvolle Gebet des Vater Unser schreiben lassen. Johannes 10, Vers 9 heißt es, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Seht ihr, das ist eine ganze Sache, ein- und ausgehen und wird Weide finden. Und ihr Lieben, diese Tür steht offen für dich. Du bestimmst, ob du drinnen bist oder ob du draußen bist. Deine freie Entscheidung. Und aber Jesus ist das Fundament. Jesus ist das Fundament. Und wenn du ein anderes Fundament hast, es gibt viele tolle Dinge. Es gibt Bildung, es gibt Reichtum. Wenn du da dein Fundament hast, ist es eigentlich schade. Jesus ist das Fundament. Jesus ist das Fundament und dann funktioniert es wie im Himmel, so auf der Erde. Wie im Himmel, so bei dir. Bei dir, zu Hause, in deiner Adresse, in dir selbst. Gott segne dich.